Die Bäume bauen wir später. Das weiß ich jetzt schon. Irgendwann, wenn ich den Weg nach Hause wieder gefunden habe. Ach, das ist doch hier meine Strecke, wo ich die Hasen her hatte, oder? Genau, da bin ich da reingelaufen. Sehr gut. Da ist Magma. Da ist Eisen. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Ich sehe keine Pünktchen mehr. Ich komme nicht raus. Jetzt. Vor allem, wenn ich mit Tempo ranlaufe und zuschlage, dann haue ich die auch immer so weit weg. Daran lag das also. Klar, macht doch Sinn. Die Kraft wird ja auch übertragen. In sein Gesicht, um genau zu sein. In sein Gesicht. So ganz habe ich jetzt doch noch nicht die Orientierung, muss ich zugeben. Ich glaube dahinter. Ich glaube, das hier ist nämlich die Insel vom Spawnpunkt. Ich hoffe es. Oh nein, ich habe keine Zeichen. Das war Glück im Unglück. Ich hätte gesagt, sie macht die Fenster. Ich glaube, sie freut sich, wenn ich hier ein bisschen Glas mitbringe. Ich hoffe, geht richtig schnell kaputt. Aber hole ich so viel, bis sie kaputt ist und dann gehe ich nach Hause. Ich habe keinen Platz im Inventar. Aber gleich, wenn die Schaufel kaputt ist, sag ich doch. Bleibt trotzdem noch das Schafproblem. Da hinten ist sie. Ah, dann weiß ich, wo ich bin, wenn ich hier an den Kürbissen vorbeilaufe. Alter, was bist du denn? Kenn ich noch gar nicht. Klang wie ein normaler Zombie, aber... Ach ja, ich hatte ja keinen Platz. Komm. Ich hatte einen anderen Baum. Schwarzeisenholz. Blöden Gehörne brauche ich eh nicht. Schade, hatte gehofft, dass hier was drin ist. Vielleicht ist etwas kaputt. Oh, 12 einmal ist, glaube ich, nicht gut. Vor allem, wenn man echt Pech haben kann und an den Bogenschützen ja nicht rankommt. Ist schon immer so viel da hinten? Da stand ich doch vorhin schon. Schon wieder das Geräusch von der... Aha, da ist er diesmal.
putzig. Vor allem mit dem Steinschwert trotzdem nur eine Attacke. Da ist unser Haus. Da kommt dann immer gleich Freude auf. Hätte ich jetzt noch ein Bett, wäre es richtig schön. Aber dafür, dass ich Schafe und Kühe eingestellt habe, habe ich trotzdem noch keine Kühe getroffen. Hallo Tintenfischmann. Ich glaube, er hat auch welche fallen lassen, nur dass ich sie nicht aufheben konnte. Bei Inventar voll und so. Vier Attacken. Au. Und drei auf dem Skelett. It's raining man. Oh, ich hatte doch Platz für Tinte. Ich habe das Foto ab. So, schnell mal beraten. Und warte, erstmal das Eisenglas. Da habe ich nicht ganz so viel von. Stein? Nicht wirklich. Das hatte ich nämlich gesagt. Ganz normale Bögen. Oh, ein Slenderman. Hab ich gerade gehört. So, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ja, das kann weg. Das kann rüber. Vier? Ach da. Rein. Jetzt nicht mehr.
Der wäre sogar fast der schönere Platz zum Hocken. Cool. Ah, sie ist schon fertig mit den Fenstern. Ja, schick. Hab ich jetzt erst gesehen. Hat man eigentlich ein Schild gebaut? So, und dann Holz. Yeah. So, was essen? Das ist jetzt unsere Esskiste. Hup. Ist hier was drin? Ja, eins. Pilze. Das kann man auch hier mit rein. Irgendwas für kochen. Weizen. Ich glaube, der Rest erstmal nicht. Das verrottete Fleisch schmeiße ich einfach weg. Es ist fertig. So, jetzt kann ich in den Sand reinmachen. Dann mache ich mal eine neue Kiste mit Stuff hier, die Monster fallen lassen. Das kann ich gebrauchen. Blumen, das mittlerweile gibt, das ist echt krass. Monsterzeugs kommt hier rein. Und da wollte ich Waffen und sowas reinmachen. Verarbeitete Materialien. Ich habe gerade immer was leuchten sehen, das sehe ich da gerade hier. Schaufel, Axt. Das ist vom Regen draußen, ich dachte schon mal, weil ich da bin. Waffen. Food. Materialien. Ich befürchte, ich habe mich verlaufen. Dittem. Sehr gut.